Es gibt hier noch jemanden, der euch gerne kennenlernen möchte. Sein Name ist Urias. Urias. Der Name stand in dem Brief von Darius. Was wünscht er? Fragt ihn selbst. Er ist der Kerl in der roten Rüstung dort. Ich glaube, er will uns begleiten. Ich werde mit ihm sprechen. Wartet hier. Ja, Urias. Sprecht mit Urias im nördlichen Teil des Abendviertels von Empyria. Urias scheint noch etwas auf dem Herzen zu haben. Sprecht mit ihm. Seid gegrüßt. Ich bin Urias, ein Ritter vom Orden des Erwachens. Ihr seid ein Runenkrieger? Passt euch das nicht? Doch, im Gegenteil. Dass ich heute hier stehe und atme, verdanke ich einem Runenkrieger. Er hat uns damals alle gerettet. Und ich hoffe, ihr seid aus dem gleichen Holz geschnitzt, denn ich brauche eure Hilfe. Lasst hören. Ein alter Freund und Mentor von mir, Darius, ist verschwunden. Darius? Stimmt. Er erwähnte einen Urias in seinem Brief. Ein Brief von Darius? Ihr kennt ihn? Flüchtig, ja. In seinem Brief sprach er davon, dass er nach Süden gehen wollte, um den Maskierten zu folgen. Weiter nach Süden also? Werdet ihr mir helfen, ihn zu finden? Wir haben den gleichen Weg, Urias. Helfen wir uns gegenseitig. Ziehen wir gemeinsam mit Alia bis Kartei. Dort entscheiden wir dann, wie es weitergeht. Gut, aber mit dieser Diebin wollt ihr ziehen? Sie kennt dieses Land. Wir werden sie brauchen. Nun, wie ihr meint. Ich traue ihr nicht. Ach, Freund, eins noch. Meine Leute lagern immer noch an der schwarzen Küste. Zwar sind dort die schlimmsten Gefahren gebannt, aber ich sollte ihnen Nachricht geben, dass sie nach Northanda heimkehren können. Dort werden sie mehr gebraucht. Wollt ihr gleich dorthin aufbrechen? Nein, wir sollten erst einmal unsere Aufgabe hier abschließen. Aber ich wäre euch dankbar, wenn wir irgendwann noch einmal die schwarze Küste aufsuchen könnten. Das machen wir nach dem Rabenpass. Gut. Vielleicht finden wir später Zeit, um uns darum zu kümmern. Ich danke euch. Begebt euch einfach zur schwarzen Küste, wenn ihr den Zeitpunkt als geeignet betrachtet. Die schwarze Küste liegt weit nördlich von hier, noch in Fiara. Ihr solltet zuerst in die Onyxbucht und dort ganz nach Nordwesten reisen. Dort sollte ein Portal zur schwarzen Küste zu finden sein. Aber lasst uns zuerst Alia und den Botschafter sicher aus der Stadt bringen. Gebt Alia Bescheid, wenn ihr bereit zum Aufbruch seid. Ja. Questbuch. Ja, Aufbruch nach Kartei. Gebt Alia im Abendviertel in Südwesten dem Pyrias Bescheid, sobald ihr bereit zum Aufbruch nach Süden seid. Alia und Urias werden euch auf eurer Reise zu begleiten. Gebt Alia Nachricht, sobald ihr zum Aufbruch bereit seid. Die Männer von Urias. Redet mit Urias, um mehr zu erfahren. Geht mit Urias zur schwarzen Küste und sprecht mit den Ordensrittern dort. Urias will seine Männer wieder nach Northanda zurücksenden. Begleitet ihn zur schwarzen Küste nördlich der Onyxbucht. Die nördlich der Onyxbucht liegt. Sprecht dort mit den Leuten des Ordens. Und ja. Ich überlege gerade wegen Nandini. Ja, wir haben jetzt wieder Standbild. Weil ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt.
Mann, jetzt finde ich es gerade gar nicht mehr. Das ist unschön. Oh. Und ich habe gerade so dem... Oh, jetzt redet sie wieder mit mir. Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja, hört mal! Ja, ja. Seht, hier habe ich einen... Diesen Hammer könnt ihr verwenden, wenn ihr euch einen... Dies ist eine Waffe für... Wenn ihr mit ihm trefft. Ich sehe ihn... Für drei... Alles. Nicht zufrieden? Gebt mir... Ja, gut. Ihr werdet den... Jetzt erstmal unseren Seenfels retten. Sie besetzen ein Monument. Nadine redet doch noch mit uns, das ist gut. Kämpft! Zurück mit euch! Jetzt muss ich leider nur die Stadtwachen ausschalten und... Ja, tut mir leid für das Stadtbild mal wieder. Aber ich dachte, wir müssten dann Dini erstmal wieder zurücksetzen. Zurück mit euch! Vorsicht! Aber gut, hat gewirkt. Was sagte der Titanenhammer? Zeit zu sterben! Wie schlecht ist er wirklich? Wäre die Geschwindigkeit nicht so schlecht, wäre richtig gut. So, tut mir leid um die Stadtwachen, aber wir haben da leider keine andere Wahl. Bereit für den Aufbruch? Ja, er wird uns begleiten. Wir müssen später noch einmal zur Schwarzen Küste zurück. Aber das hat Zeit. Herrje, da haben wir einen echten Helden dabei. Nun denn, seid ihr bereit für den Aufbruch? Ich hätte erst noch einige Fragen. Lasst hören. Warum nannte der Botschafter euch Prinzessin? Er kannte mich schon, als ich noch klein war und im Palast gespielt habe. Für ihn bleibe ich immer eine Prinzessin, ganz egal, wie ich mich kleide. Ihr seid eine Tochter des Kaisers? Seine einzige. Tochter von Magnus Arias und Kaira Faran. Was treibt euch denn vom Palast in die Gosse? Mein Vater. Was sonst? Eure Bande sind gerissen? Er ist... nun sagen wir, mich zu zeugen war einer seiner lichteren Momente. Doch er hat Mutter verstoßen wegen dieser Dryade, die er so unendlich begehrt, dieser Narr. Irgendwann wusste er noch nicht einmal Mutters Namen. Das hat Mutter vollends gebrochen. In der Nacht, in der sie starb, floh ich aus dem Palast. Ich werde nicht ihr Schicksal erleiden. Kein Mann wird mein Herz brechen, das schwöre ich. Eher schneide ich ihm das Seine heraus. So wie das meines Vaters, falls er mir je gegenübertreten sollte. Lasst euch gesagt sein, es gibt keine Ehre unter Männern. Nur Gier und Prahlerei, sonst nichts. Es gibt keine Helden mehr, nur noch Gräber. Ja, was sind wir dann? Was verbindet euch mit Ishtar? Nun, sagen wir mal, ein beruflicher Wettstreit. Er ist der Kommandant der Wachen, ich die Königin der Diebe. Aber wir respektieren uns. Von allen Männern hier ist er noch der brauchbarste. Und der Grund, warum ihr nicht schon längst im Kerker sitzt, verbirgt sich hinter dem Wort Bruder, nicht wahr? Nichts da. Ich kann ihm jederzeit entwischen. Er macht sich nur nicht mehr die Mühe, mich zu fangen. Ich nenne ihn Bruder, weil er das Ergebnis einer durchzechten Nacht meines Vaters und einer gutgläubigen Dienerin ist. Ein Bastard ohne Rechte und ohne Erbanspruch. Mein Vater hat ihn in die Gladiatorenschule gesteckt. Von dort hat er sich bis zu den Stadtwachen hochgedient. Wenn weder er noch ihr den Kaiserthron erbt, wer besteigt ihn dann? Niemand. Mein Vater ist so vernarrt in diese Dryade, dass er keine Frauen aus Fleisch und Blut mehr begehrt. Er wird keinen Erben mehr bekommen. Das Geschlecht der Arias endet mit dieser Generation. Dann werden die Generäle und Händler wie die Wölfe über Empyria herfallen. Aber sollen sie doch. Besser so, als dass es von Wahnsinnigen regiert wird. Warum lässt uns der Kaiser jagen? Weil er der Kaiser ist? Weil er tut, was er will?
Vor allem deswegen, weil jemand seiner kostbaren Dryade zu nahe gekommen ist. Nichts hasst er mehr. Aber ich glaube, da steckt auch sein neuer Berater dahinter. Eine rätselhafte Figur mit einer Maske. Seine Einflüsterungen haben meinen Vater endgültig verrückt gemacht. Er will meinem Vater angeblich etwas von den alten Mächten des Zirkels beibringen. Und dieser Dummkopf glaubt ihm das auch noch. Zirkelkräfte? Ihr meint die Beherrschung des Allfeuers? Das ist natürlich Unsinn. Selbst wenn der Maskierte ein Zirkelmagier wäre, er würde bestimmt nicht seine Macht mit meinem Vater teilen. Außerdem hat sich der Maskierte schon länger nicht mehr hier blicken lassen. Wahrscheinlich spürt er die Bedrohung durch die Untoten, von denen Haran berichtet hat. Oder er steckt sogar selbst dahinter. Hokan Ashir, dieses falsche Aas. Wenn ich daran denke, dass ich beinahe seinetwegen die Dryade erschlagen hätte. Ihr wolltet sie töten? Ja, Hokan wollte mich dazu zwingen. Er hat mich benutzt, wie euren Vater. Aber das ist jetzt vorbei. Was wisst ihr über Katai? Ein Gebiet weit südlich von hier, nahe dem Dunkelwehrgebirge. Das Volk, das dort lebt, nennt man auch die Kinder des Windes. Früher waren sie Nomaden, als es noch genug Land gab, durch das sich das Herumziehen gelohnt hat. Jetzt sind sie ein Volk von Kriegern und das lange Leben an der Grenze zum Dschungel hat sie hart gemacht. Aber ihre Herzen sind immer noch frei. Sie werden euch gefallen. Früher waren sie wertvolle Verbündete. Immerhin sind sie einer der größten Kriegerstämme Xus. Aber mein Vater in seiner unendlichen Weisheit hat das Bündnis vollkommen zerstört. Wenigstens haben die Männer dort noch ein wenig Feuer im Blut. Ich freue mich darauf, dahin zurückzukehren. Ich hoffe, Jenkwai hat noch nicht geheiratet. Kennt ihr die Uru? Ich habe sie gesehen, als ich in Katai war. Sie ist so etwas wie eine Schamanin, besser gesagt schon fast eine Göttin. Eine Göttin? Versteht es nicht falsch, sie ist sterblich wie ich, aber ihr Leben währt sehr, sehr lange. Die Überlieferungen, die von Uru zu Uru weitergegeben werden, sind so alt wie das Menschengeschlecht. Und sie weiß viel, sehr viel. Vielleicht sehen ihre Augen auch weiter als die der Dryade. Und sie kennt die alten Geheimnisse des dunklen Dschungels im Süden. Was ist das für ein Dschungel? Die Wüsten von Xu reichen nur bis zum Dunkelwehrgebirge. Dahinter beginnt der Dschungel, ein dunkles Land, das noch nicht einmal die Magier des Zirkels ganz ergründen konnten. Dort hat der abtrünnige Wächtergott Zarach die dunklen Rassen geschaffen. Irgendwo im schwarzen Herz des Dschungels liegt sein alter Tempel. Man sagt, dieser Ort ist von so abgrundtiefer Grausamkeit, dass ihn selbst die Götter fürchten. Menschlich gesprochen also kein Ort, an dem man gern sein wollte. Zumindest ich nicht. Ja, und genau da gehen wir hin. Na, Nandini, nichts Neues mehr für uns. Gut, dann ab in den Dschungel. Bereit für den Aufbruch? Ja, er wird uns begleiten. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Gut. Der Weg nach Katai führt durch die Rote Wüste. Dort müssen wir zuerst hin. Das Portal liegt im Südosten der Stadt. Trefft uns dort. Aber beeilt euch. Jo. Na, wollte gerade sagen, der Gesandte kommt nicht mit. Naja, Bürger von Imperia. Sogar die Wachen hier oben mögen uns schon nicht mehr. Ja, die Truhe haben wir nicht geholt. Die steht übrigens direkt unter Magnus Arias. Ah ja, die Wache hier am Tor ist weg. So. Die Palastwache! Steht, wo ihr seid! Zweite Gruppe!
Kreist sie ein! Flieht schnell, Prinzessin! Mir werden sie nichts antun! Ich halte sie auf! Palastwachen, zurück mit euch! Ich bin Gesandter der Kartei! Da! Sie leisten Widerstand! Macht sie nieder! Wir müssen ihm helfen! Es ist zu spät! Los, durch das Portal, ihr Narren!